Da sind wir wieder. Weiter geht's. So. 819. Motiviert. Ich bin motiviert. Auf jeden Fall. So, jetzt fahren wir erstmal hier rum. Alles klar, links herum. Ja, cool. Oh, die machen sogar frei. Die Anwohner. Sehr nett. Oh, guck mal, wir sind sogar noch alle zusammen hier. Das ist ja der Hammer. Oh je. Na, Peter verabschiedet sich jetzt. Nee, alles cool. Alles cool. Ja, machen wir noch mal ein bisschen Speedboost, damit wir mit euch fahren können. Wenn wir zu viert fahren, dann weiß die Bullen gar nicht, wissen nicht, wer die rammen soll. Alter! Oh. What the fuck, Alter? Ja, ich hab hinten, ich seh nix. Alter! Alter! Was denn? Boah, Christian, ey, wie fährst du denn wieder? Ist klar, Jay. Ich dachte, du wolltest keine Reifen mehr warm machen, Junge. Ja, die sind wieder kalt gewesen, sorry. So. Oh. Voll gut, ey, wenn du als erster fährst, kommen ja kaum Bullenkarren. Kann ich als letzter jetzt noch nicht so ganz bestätigen. Aber irgendwie sind die checken das erst, wenn ich an denen vorbeifahre. Ja. So, ja, wobei, hey, ich muss mal die Sirene anmachen. Die von hinten sind nicht so schlimm, ich fand die einem entgegenkommen, immer am schlimmsten. Ja, ja, aber jetzt zum Beispiel, der hat jetzt erst gecheckt, der hat auch seine Sirene. Alles klar, ich bleib mal kurz bei Peter zum Schutz. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, ich fahr wieder. Das ist cool. Boah, ist der da einfach abgebogen, ey, kann man am Blinker setzen. Also, wir müssen ja hier im Team spielen. Wow! Ja, du bist der mit dem Geld, das wäre cool, wenn du nicht stehen bleiben würdest eigentlich. Hoppala. Ah, scheiß auf das Geld, wir müssen erstmal überleben. Scheiß auf das Geld, ja genau. Ich hab auf euch gewartet, ja? Naja, warte. Achso, hast du auf uns gewartet? Ja, sicher. Hast du noch ein Salto zwischen hinten durchgemacht, oder was? Ja, zwei, glaube ich sogar. Nein, noch zwei. Nice. Warum nehmen wir eigentlich hier nicht, warum können wir hier eigentlich LOL! Oder so? Boah, da bin ich nicht runtergefallen. Boah, das war ja mies. Da kommst du links um eine Ecke und da ist direkt der Polizist. Oh, der steht aber ganz ungünstig da. Jetzt haben wir aber einen geilen Flug gemacht kurz. Was? Warum, was für ein Flug denn? Bei mir bist du gerade über den Polizisten gefahren. Ich bin verloren gerade drauf. Oh shit. Ja, Christian ist an der Metallbrücke. Ja. Das war die Brücke, da wo Bram meinte, da ist eine Sperre. Das ist die Brücke, ja, genau. Da stand ein Auto und der hat es leider geschafft, die Brücke irgendwie zu versperren. Ist ja kein Problem, Chris. Das ist ein Strich. Echt? Nö. Warum? Ach so, okay. Ich hab die eingemacht. Ja, ist okay. Das glaube ich sowieso. Wir brauchen eigentlich jemanden, der nur zuguckt und die Striche macht. Ja, Tommy. Ich mach die Striche schon richtig, Peter, keine Angst. Ich weiß, dass du die Striche richtig machst, aber ich weiß auch, dass Jay das gerne benutzt. Dann so, du hast das ja selber mitgemacht, du darfst auch. Was? Also. Da darfst du Johnny sowieso nicht machen. Was? Alter, jetzt klingelt es hier schon wieder. Was ist denn heute los? Bram, ey, bist du heute mal beliebt oder was? Sollen wir stoppen? Ja, wir müssen kurz warten. Kurz warten. Ohne Bram können wir nicht losfahren. Also sonst sagt er, wir entfernen uns vom Einsatzgebiet. Machen wir erst noch mal ein bisschen Supplies. LOL! Was ist denn da jetzt passiert? Keine Ahnung. So, weiter geht's. Ey, das ist meins, du Arsch! Ich kauf dein eigenes. Puh. Boah, das habe ich jetzt extra sabotiert. Meinst du, man kann die Haftgebiet zu was habt ihr für ein Nummernschild? Haben wir 27 UQX. Echt, da könnt ihr so gut erkennen. Okay, ich habe ein anderes. Ist ja nice. LOL, okay, hier leckt's gerade. Da ist gerade ein Polizei. Der ist doch um keine Ausrede verlegen, ne? Ja. Nee, ich habe keinen Unfall gebaut oder so. Das ist nur hier, bei mir lecken gerade die Wagen. Das ist ein bisschen scheiße. Voll geil, dass wir schon 500.000 verloren haben. Das ist echt übertrieben, ey. Aber da wird sicher nicht bleiben. Na, also, das glaube ich auch nicht. Oh.
Boah, ich bin ein bisschen zurück gerade. Obwohl ich noch keinen Unfall in dem Sinne gebaut habe. Du bist zurückgeblieben? Lalala. Wie kann man denn dieses Beating wieder auffüllen? Bremsen. Das ist der Curse. Bremst deine Rückwendung. Da heißt ja, natürlich nicht, die ist will ich eigentlich nicht. Ne, muss auch nicht, deswegen habe ich das auch nur einmal. Hä, ja, das kannst du eher, keine Ahnung. Achso. <Ja. lacht> Oh, Junge! Okay, warum können die Motorräder nicht springen? Ich wollte gerade schön ins Gelände dem lustigen, stopp. Dem lustigen Polizeiwagen ausweichen. Und bin ich direkt runtergefallen. Noch Lüptisch! Da kommt die Stahlbrücke! Sagst du mal, dass du wieder losfährst? Ich fahr los. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ja. Oh Gott. Aber dir macht das nichts, Peter. Ich sterbe, Polizisten hier sind. Das ist ja der Hammer. Ach guck, jetzt muss ich mal. Ja, aber wir müssen halt eigentlich über die Stahlbrücke schaffen. Wieso haben wir denn jetzt Geld verloren? Weil ich runtergefallen bin. Nee, du nicht. Ich bin eben runtergefallen. Ich wollte den Hügel hochfahren, aber anstatt den Hügel hochzufahren, ist er einfach runtergefallen. So, ja, okay. Ich bin noch 5 Meter von der Stahlbrücke entfernt. Ja, nicht ganz 5, aber... 5 Meter? Auf der Stahlbrücke steht halt ein so ein scheiß Auto, der genau anfährt, wenn du neben dem bist. Schießt ihn einfach vorher ab. Dann habt ihr ja den Weg frei. Okay, diesmal ist die Stahlbrücke leer. Okay. Was ist denn hier los? Boah, wie viele Polizisten Alter, sind denn hier? Alter Schwede! Lol. Alter, wie die fahren! Ich bin gegen okay, Christian wird sterben. Jetzt sterbe ich. Ich bin auf 500 Meter vom Ziel entfernt. Boah, sind hier viele! Alter, klar, Christian ist weg. Ich fahr mal schnell weg, damit ich nicht noch Minus drücke. Scheiße. Scheiße. Irgendwie gucken, dass wir näher zusammenfahren. Okay. Ist das denn echt ein Vorteil, zusammenzufahren? Ja, also ich hab immer gewartet und gerade 8 Autos auf der Straße oder die knubbeln so. Sich dann halt so, wenn wir alle an denen vorbeifahren und dann bleiben die da halt da stehen und dann hast du Probleme. Ja, weil du kannst aber auch nicht stehen bleiben, das ist auch scheiße. Ach egal, wir fahren einfach. Wir könnten langsamer fahren. Kacke, jetzt bin ich mit Peter gleich. Boah, der Durchgang hat uns jetzt 100.000 gekostet. Wir können ja mit zwei Mann auf einem Motorrad drauf. Alter. Dann haben wir 1,2. Weniger Motorräder, die einen abfacken. Also die dafür sorgen, dass Autos sich knubbeln. Das ist theoretisch richtig, aber ich will fahren. Praktisch ist es langweilig. Alter! Nice! Easy! Gut, dass es nicht das Geld war. Moment, wir müssen ja warten, ne? Ja, ist lächerlich. Go, go! Okay. K-E-R- ja, ne, die knubbeln sich gar nicht. Ach ja, schön. Alter Vater, ey. Meinst du, die haben unzerstörbare Reifen, die Motorräder? Ja. Nice! Alter, nur ein Witz! So, jetzt fahren wir alle zusammen. Die einfach eiskalt aussteigen. Ja. Oh, die haben mich mal hart beschossen. Ich auch. Wie kannst du eigentlich geradeaus durchfahren? Aber ihr habt keine Bullerei. Hier ist noch gar keine Bullerei. Cops on the street. Ich hab überlegt, ob ich irgendjemand vor euch die Reifen wegschießen soll. Ja, das hab ich bei Johnny auch schon überlegt, aber... Kann man nicht. Was heißt, den kann man nicht? Ich habe noch nicht wirklich versucht. Oh. Also diese Pfähle da rechts, die sind nicht aus so einem Holz, was zerbricht, wenn du dagegen ja, kommst. Deswegen habe ich ja auch schon mal einmal den Holzstab geküsst. Okay. Vor ein paar Durchgängen. Ich bin nur gerade leicht gegen getickert. Finde voll geil, wie hier der Sportwagen mit uns abgeht. Boah, Alter. Da war der Kameramann drin. Für unseren Film. Der hat es vielleicht eigentlich gehabt. Straßensperre! Soll ich auf euch warten irgendwie? Warum? Du bist ja nur 5 Meter vor mir. Ah ja, okay, perfekt. Ich hab mich. Oh, okay. Wir beide sind einfach vorne. Ey, ihr könnt ja auch einfach losfahren. Bei euch kostet es ja nur Striche. Ja, LOL! Alter!
Ja, aber gerade hatten wir auch die Situation, dass dadurch, dass wir so weit vorgefahren sind, ihr die Probleme hattet. Lol, wo ist der denn jetzt hin? Ich musste ausweichen. Ey, komm, noch sind wir über. Ja, hier unter der Brücke, da haben die sich halt eben geknubbelt. Das ist ein bisschen kacke. Ey, Alter, geh mir nicht auf die Nüsse. Oder ist gegen was gefahren? Ja, das soll mir Latten sein. Das war die ganze Zeit nur mit Shift. Komm mal hier vor wie bei Blues Brothers, ey. Wie mit Shift. Ja. Also ich fahr halt. Oh, so, da bist du. Dass möglichst wenig Wind. Genau. Oh, da kam Gegenverkehr. Ist man dann schneller? Sicher. Ja. Ah, okay. Oh, Stahlbrücke? Da kannst du auch schneller. Deswegen keiner. Seid ihr auch immer schneller. Ich Alter, was steht denn hier? Oh shit, oh Chris ist runter. Warum hab ich denn? Warum bin ich? Alter, sind das viele hier. Alter, ich hab nur ne... Wow. Ach, Scheiße. Kannst halt vergessen, an dem engen Weg standen 4 Autos. Einer hat sich sogar überschlagen, nämlich gegen den Fahrer gefahren. Er hat uns kein Geld mehr gekostet. Ich glaube 687 ist das Minimum. Jetzt sind wir beim Minimum angekommen, alles klar. Nein. Ich glaube wirklich. Sehr gut. Pass auf, ja, doch froh, Chris. Christian, ich glaube, das war auch das, was du kriegst, oder? Was? Die Hälfte halt. 680.000, war das nicht das, was dein Anteil war? 55%. 615 war das, glaube ich. Das heißt, du kriegst noch die Hälfte. 55%. 300.000, geil. Das heißt, der gesamte Heist, ja, über 5 Missionen, 6 Missionen hat mit 200.000 gebracht. GG, ey. Ja, du kriegst das ja doppelt. Also wie uns. Was kriegt der noch? Wir kriegen das ja doppelt, weil wir den Heist das erste Mal machen. Boah, das heißt, jetzt kannst du fahren, wie du willst, jetzt gibt's nur noch Striche. Geil. Ja, wow. Als wenn ich das vorher irgendwie abwählen hätte, die ganze Demo gegen zu fahren. Wir müssen das ständig neu machen, viel mehr. Wuhuuu! Wow! Boah, da hätte ich gerade fast Looping gemacht. Ach, mich stört das gar nicht so sehr. Also den ganzen Heist haben wir bestimmt jetzt schon 50 Mal neu gestartet. Ich mag aber dieses Motorradding. Ja, ich finde das auch ganz cool. Vor allem gerade diese Müllabfuhrfolge, die ist ja ganz schön abgestraft worden, ey. Weil wir da auch so oft, ich glaube view-technisch auch. Was ist denn also, die ja, view-technisch, view-technisch halt die heißt so oder so. Wieso so oft neu starten mussten und du halt nur Müll einholst. Oh oh. Ah, ist gut. Ja. LO! Oh, ich hasse es. Oh, da lag einer. Oh, cool. Ja, ja. Ich fand das so geil, das habe ich auch mal gemacht. Das ist sehr gut. Christian wartet wenigstens auf mich, ihr Arschlöcher. Eben, ich habe mich hier in so einem Baum gesetzt. Tschüss! Musst du kurz ohne pinkeln. Scheiß, weißt du kannst alles hier umfahren, außer einen verfickten Holzstab, ja? Also mit dem Motorrad darfst du aber gar nichts umfahren. Darfst aber gar nichts berühren, ist doch mega klar, ich die Holzzäune, die kannst du umfahren. Von der Farm zum Beispiel. Da fällt es halt nicht um, aber wenn nur ein kleiner Holzspitzstab da kommt, bist du weg. Der ist halt richtig in den Boden gerammt. Ja. Da kam halt Obelix himself und hat das Ding da reingewuchtet. Das hat aber komisch, dass der noch rausguckt. Du weißt ja nicht, wie lang vielleicht der ist. Vielleicht ist der 200 Meter lang oder so. Ja, genau. Hui, das war knapp. Danke, Traktor. F ist übrigens... Alter, ein Special Boost. War das los? Ja. F ist ein Special Boost. Ja. F? Ja. Beim Controller gibt's doch gar keine Taste F. Soll ich dir... Boah, Christian. Hier, pass auf, ich zeig dir den Special Boost. Nice, Peter. Ich bin hier runtergefallen. Ne, ich weiß, deswegen sag ich auch nice, Peter. Ja, okay. Special Boost, die Explosion hat. Weil er war richtig sneaky ausgewichen. Das war. Oh, guck mal, diesmal ist auf der Brücke was los. Ja, dann aber nur ein Au. Wow! Wollte mich verarschen. Aber nicht mit Papa Schlumpf. Boah, guck mal, jetzt easy. Kann man nicht noch eine Mission machen, wo man Lester tötet, ey? Der geht mir so hart auf die Nüsse. Wo rennt der denn da rum? Ja, das ist ein Wandersmann. Oh, und weiter geht's. Alter, die Polizei ist crazy.
Aber so weit waren wir ja noch nie. Natürlich, war schon mal bis hier. Hier bin ich umgefallen. Jetzt ist hier gar keine Polizei. Ja, mehr. Wir sind da. Ja, jetzt hast du ja ihr. Aber nicht wir. Da warten welche auf uns dran. Ja. Oh oh. Don't worry about the cops. Oh oh. Oh shit. Ich wusste gar nicht, dass es hier so einen geilen Gang gibt. Vor allen Dingen wusste ich nicht, dass wir noch gar nicht da sind. What? Wer ist da, der Checkpoint? Ich hab Abkürzung genommen. Lol. Oh, Christian hat immer eben genommen. Ja, ich hab einen überhaupt gefahren. Was macht der denn? Der eine Bulle ist den Hang runtergesegelt. Ach, der ist immer noch nicht vorbei. Nee, wir müssen vom Tod. Das habt ihr doch auch auf der Karte gesehen. Wir müssen relativ weit nach Norden fahren. Ja, aber... Also auf der Map ganz am Anfang. Ich dachte, nachdem der Checkpoint sich schon mal erweitert hat, wird das nicht nochmal passieren. Bremsen. Ey, hörst du mal auf, mich zu schießen? Motherfucker, ey. Ich bin ganz ehrlich. Alter, okay, jetzt rede ich. Gerade gehört, was der gesagt hat. Nee, warte. Wir müssen gleich irgendwo runterspringen und während des im Flug von unserem Motorrad absteigen und den Fallschirm benutzen. Das ist doch geil. F drücken und dann linke Maustaste. Ach geil. Abgang mit Style. Oh oh. Oh oh. Und Christian, von der Klippe. Wenn wir das Gefühl, du fährst da nicht so richtig rum. Naja, ich bin ein bisschen weit gesprungen. Aber alles cool. Was ist Motocross schöne Wanderung Chris hier, da muss ich hier lang. Hui. Alles klar, halt krass, wie die Bullen hier teilweise auf einen warten. Woher wussten die denn, dass wir hier den Berg hochfahren? Ja? Das ist voll unrealistisch mal wieder, das Spiel. Guck mal, das ist jetzt schön. So, da kommt jetzt hier entspannt. Der Flug? Oder was? Nee. Ich fliege. Ja, spring, Jay. No! Ich fliege auch. Boah, Alter. Achso, hier. Woo! So. Wohin müssen wir denn? Zum Flug ihm das Dingi. Ja, das Ding wieder, das Boot. Wo ist der denn? Ich komm niemals. Ach nee, das Flugzeug hieß Dodo, nicht Dingi. Oh oh. Ja doch. Okay, alles cool. Der Wald war ein bisschen killer. Christian ist ein bisschen weiter vor mir. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Also ich komme nicht an. Die gleiche Frage gewesen, wozu schon mal eine Antwort gab. Alles klar. Alles klar. Ich habe ja so ein Auto noch. Ich komme hinterher. Ich fahre mit dem Auto zu euch. Ah, okay. Da geht die Alarmanlage erstmal. Warte, warte. Fast! Fast! Das war nice! Woo! Ah. War doch nicht. Lass so der Jevons gleich mit der Karre weghauen. Okay, doch nicht. Aber wenn ich hatte erst mal nachgedacht, nach hinten wegzufahren, oh, weißt du? Damit wir näher dran sind. Wie schwimm ich denn? Hilfe! Ey, hör mal, kennst du eigentlich, ob ich jetzt gleich an den Schrauben kennst sterbe? Kennst du Minenfischen? Oh, wäre echt geil, wenn da jetzt so Viecher hochkommen würden. Ja, ja, haben wir richtig gut gemacht, du Genie, ey. Okay. Jawohl. Wie unbefriedigend. Das war jetzt aber irgendwie... Insgesamt gesehen fand ich ihn gar nicht so spektakulär und schwer oder wie auch immer. Nee, war nicht schwer. Man hat maximal an Geld verloren, was man verlieren kann. War halt Unfähigkeit, aber wenn man sich halt richtig tryhard anstrengt, keine Ahnung. Lass mich hängen, ey. Ja, Lester lässt dich hängen. You're a bunch of creepy, quiet weirdos with talent. You rob and you steal and destroy like
Ja, deinen Anteil haben wir leider verloren, Lester. Tut uns leid. Ist nicht so schlimm, oder? Können wir dich einfach erschießen, dann kriegen wir seinen Anteil. I will never forget the good times. All the laughs we had. You're like family. The picnic, and the hike in the woods, and all the selfies, and... Oh, what the fuck, Alter? We went rollerblading, and we watched the sunset, and we stayed up all night talking and sharing our innermost fears, and then... What? Was that... That wasn't you? Even the skinny dipping and the... Oh. What the fuck? The drugs. Oh man, the drugs. I'm a heavily medicated man. I'm not well at all. I'm a little embarrassed. Okay, the money. Here. And here. And here and here. Okay, you better take off and take care. Okay. Bye bye. Erst mal Pornos gucken. Die Bronze! Ja, verdient. Easy, Alter! Aber eigentlich bin ich da der Platin Boy, was ist da los? 629.000. Elite-Herausforderung fehlgeschlagen, was? Geil, 200.000. Komplette Reihe nach. 100.000. Insgesamt verdientes Geld. 1.473.000. Booyaka. Ja, du hast 1 Million dafür gekriegt. Weil ich alle Heists gemacht habe. Also gehostet habe oder so wahrscheinlich. Boah, das ist ein geiles Bild. Direkt mal F12 drücken. Alter, links. Krass, das heißt, es gibt jetzt nicht den Trevor Series B. Ich bin jetzt gerade auch verwirrt. Auszeichnung, der Klassiker. Meine Money, meine Money, meine Money! Boah. Der ist ein ganz schöner Mongo. Aber lustig, ich fand das echt lustig. Das ist doch klar, dass das gemacht hat. Ja, ich habe 1,4 Millionen gekriegt. Unverdient. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Neuer Kontostand 2.567.000. Bäm, Alter. Jetzt wird eingekauft. Ja, gut. Das war dann mit den Heists. Ah, scheiße. Das waren sie alle. Das waren sie alle. Das Problem ist an dieser Stelle noch die Info. Ich habe vor kurzem noch die News auf Gamester gelesen. Rockstar plant nicht zeitnah die neue Heist nachzuschieben. Boah! Alter Vater. Keine neuen Heist, okay. Also irgendwann schon, aber nicht zeitnah. Na gut, solange wir die für die ersten paar gebraucht haben, wa? Ruf ja, Pegasus Concierge an und wenn es jetzt einen neuen geben würde, wäre okay für mich. Was hast du dir jetzt gekauft, Christian? Natürlich dein U-Boot, Alter. Endlich. Lester ruft an. Seit Pete hat irgendwas? Achso, nee, das ist einer von Pete. Ah, okay. Tja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Bis dann. Es war sehr schön. Ciao. Tschüss.